Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution in Burundi in unserer zweiten Staffel, wo wir unseren Fokus darauf legen wollen, die Wirtschaft zu fördern. So, und beim letzten Mal ist mir eine ganz große Erkenntnis gekommen. Ich habe ja nicht ganz verstanden, warum das 4G-Netz günstiger zu sein scheint, als das, warum das 4G-Netz günstiger zu sein scheint als die normale Mobiltelefonie. Das ergibt nämlich sehr viel Sinn, wenn man mal ein bisschen genauer drüber nachdenkt. Ich kann das hier nochmal ausführen, wie das nämlich Sinn ergibt. Denn beim 4G hatten wir am Anfang noch gar nichts. Bei der Mobiltelefonie hatten wir schon 50%. Die Zahlen, die hier stehen, sind Prozent der abgedeckten Bevölkerung. So, wenn man jetzt überlegt, wenn man das Netz ausbauen möchte, wo fängt man an? Man fängt natürlich in den Städten an, da wo die Leute am dichtesten zusammenleben. Und da muss man natürlich wenig Fläche überbrücken mit seinem Internetnetz. Und oder mit seiner Mastenverteilung oder wie auch immer. Und dann kostet es natürlich auch weniger. Wenn ich jetzt draußen auf dem Land, in der Wildnis, ne, was weiß ich, in der Pampa, in Argentinien, in der Walachei, in Rumänien, wie auch immer man es nennen möchte, wenn ich da jetzt das Netz ausbauen möchte, erreiche ich nicht so viele Leute, muss aber umso längere Strecken zurücklegen und das ist dann natürlich umso teurer. Dann ergibt es natürlich sehr viel Sinn, dass die ersten Prozentzahlen sehr viel günstiger sind als die letzten. Dann ist die Mobiltelefonie doch mit Abstand das günstigste. Es ist halt nur schon so weit vorangeschritten mit seinen 50%, dass es da halt schon sehr teuer wird, sehr vergleichsweise teuer wird. Das ergibt sehr viel Sinn. Und diese Erkenntnis ist mir am Ende der letzten Folge gekommen. So, und ich schaue in den Twitch-Chat und sage einen schönen guten Abend an Wotan von Edelsburg. Schönen guten Abend. Läuft das Spiel eigentlich stabil oder kommen noch die altbekannten Bugs oder gibt es neue Bugs? Es kommen immer wieder Bugs auf jeden Fall. Ob es jetzt die alten sind, ob es jetzt neue sind, das finde ich immer schwer zu beurteilen, weil ich weiß auch nicht, ob ich immer in dieselben reinlaufe oder ob es welche gibt, die es schon ewig gibt, wo ich noch nicht reingelaufen bin. Es gibt auf jeden Fall immer wieder Sachen, wo ich denke, das könnten Bugs sein oder das müssten eigentlich Bugs sein. Also die gibt es nach wie vor. Wobei ich dann auch immer wieder überlegen bin, ob es daran liegt, dass ich die Sachen halt ausreize und die Bugs provoziere. Das kann halt auch gerne mal sein. Es gibt auf jeden Fall Bugs. In Sachen Stabilität mit Spielabstürzen habe ich jetzt nicht viele Probleme. Das passiert sogar fast nie bei mir. Ich weiß nicht, ob das bei anderen schlimmer ist, aber ich habe so gut wie nie Spielabstürze. Kommen vor, aber sehr selten. Und Melik Shah ist wieder da vom Essen. Ich hoffe, es hat gut geschmeckt. Was du verpasst hast, war meine krasse Erkenntnis, dass, oder ich glaube, die hast du verpasst, dass es natürlich teurer ist, dass es natürlich teurer wird von Prozent zu Prozent, wenn ich das Internet ausbaue. Weil ja die Leute dicht zusammenleben, also da, wo die Leute dicht zusammenleben, so rum, da, wo die Leute dicht zusammenleben, fängt man an. Und da kriegt man relativ schnell mit wenig Strecke viele Prozente der Bevölkerung abgedeckt. Und wenn man dann viele Prozente schon abgedeckt hat, die übrigen Leute leben dann auf dem Land. Und da sind die Strecken größer und dann ist der Ausbau teurer. Und deswegen ist die Mobiltelefonie auch genauso teuer gewesen oder teurer als der 4G-Ausbau, weil wir halt hier schon 50% abgedeckt hatten. Und das ist die Erkenntnis mehr Ende der diese vollkommen logische Erkenntnis mehr Ende der letzten Folge gekommen, weil ich festgestellt habe, dass der Ausbau immer teurer geworden ist von dem Internet. Von Prozent zu Prozent. So, und unser Wirtschaftswachstum ist wieder hochgegangen. Ich weiß gar nicht warum, aber ich nehme das gerne hin. Schön. Dieser Umschwung, den habe ich mir jetzt überhaupt nicht erleiten können. Aber jetzt geht es gleich den nächsten Schritt nach oben. Haben wir jetzt irgendwas in Gang getreten oder sowas? Keine Ahnung. Ich sehe halt, dass du ja im Jahre 2026 bist. Bis dahin kommt ja manchmal spielzerstörerischer Bugs am
ab 2030 habe ich meistens gehört, dass ab da das Spiel immer instabiler wird. Ach ja, leg mal wieder Geld in die Forschung an. Könnte man auch machen, dass man in die Forschung investiert. Gut, Spielerstürze, gut, vielleicht hatte ich noch nicht so viele Spielerstürze, weil ich meine Spieler, weil meine Spielstände meistens nicht so wahnsinnig alt werden, bevor andere Bugs auftreten, die mich stören, die aber wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass ich einfach Dinge tue, die unrealistisch krass sind, wie extrem starke Steuererhöhungen, was weiß ich. Wir haben die Pornografiesteuer zum Beispiel auf 1000% erhöht und dann lässt das Spiel es nicht mehr zu. Also gut, wie gesagt, wir sind jetzt, aber das Quartal ist zu Ende. Wir können jetzt weitermachen mit unserem Ausbau vom Internet und ich hätte jetzt gesagt, wir fangen einfach mal da an, wo es am günstigsten ist. Dann kriegen wir halt die Leute in den Städten auf jeden Fall schon mal schnell mit dem guten Zeug versorgt. Deswegen gucke ich mal, was ist am günstigsten. Das kostet 191. Das kostet 95. Dann geben wir erstmal unser Geld für ADSL aus. Dann kriegen wir gleich 3% auf einmal. Und haben damit schon mal wieder ordentlich was geschafft. Hier 3%. Und dann können wir als nächstes zum Beispiel den ein oder anderen Prozent beim 5G machen, hier beim Hochleistungsglasfaser-Internet und bei der Mobiltelefonie dann auch. Wir gucken einfach da rein, wo es am günstigsten ist. Hätte ich jetzt gesagt. So, ADSL-Internet. Dann machen wir mehrere Baustellen gleichzeitig, weil wir die auf einmal nicht abgedeckt kriegen, weil das würde zu viel kosten. Quasi. Ich erhoffe mir davon ein bisschen mehr. Oh, jetzt wieder runtergegangen. Wirtschaftswachstum. Bisschen. Interessant. So, was haben wir hier? Lohnt es sich da noch, das Spiel zu holen, trotz Rabatt bei Steam oder auf die Version 2022 zu warten? Ich glaube, das muss jeder selbst für sich beurteilen. Kann ich schlecht Empfehlungen abgeben? Auf jeden Fall kann ich nur sagen, die 2022 Version, da wirst du noch fast ein Jahr warten müssen, glaube ich. Die kommt nämlich immer so Mitte des Jahres oder so fast gegen Ende des Jahres. Also habe ich so das Gefühl, zumindest war es jetzt zuletzt so. Und von Rabatten und so ein Kram, von so Aktionen, wo es runtergesetzt ist, habe ich leider überhaupt keine Ahnung. Ich muss ja sagen, wir haben an der Stelle das Glück, dass die Entwickler des Spiels, Eversim, dass die uns kennen und das auch ganz gut finden, was wir so machen. Also, ne, dass wir quasi kostenlos Werbung machen für sie mit unserem Let's Play. Also halt auf das Spiel aufmerksam machen, sagen wir so. Wir machen es ja nicht für sie, wir machen es ja für uns. Und für euch, wie auch immer. Aber halt, wie das halt so ist, ne? Dass da die erkennen an, dass wir halt der größte Kanal sind im deutschsprachigen Raum, der das macht. Und deswegen stellen sie uns auch gerne das Spiel zur Verfügung. Und deswegen habe ich leider überhaupt keine Ahnung. Ich habe mich da überhaupt nicht mit auseinandergesetzt, ob es irgendwelche Aktionen gibt, wo das mal runtergesetzt ist oder sowas. Das weiß ich leider nicht. Das ist dann leider so. Aber ja, das ist halt allgemein so bei so einem Thema, lohnt es sich etwas zu kaufen, da tue ich mich halt immer super schwer, irgendwas zu sagen. Weil im Endeffekt muss jeder davon, besonders wenn es um Spiele geht, wie groß ist das Budget, wie groß ist die Geduld, wenn was anderes ansteht, ob man sich das schon mal holen möchte oder so. Oh, eine berühmte Persönlichkeit ist gegeiselt worden, Geisel genommen. Ja, auch mal entführt. Ja, wie groß ist der Geldbeutel? Wie groß ist die Geduld, falls ein Nachfolger ansteht? Wie groß ist der Spaß, den man damit haben wird? Wie groß ist die Bug-Toleranz vielleicht? Auch relevant, glaube ich, wenn man sich was neu holen möchte, weil bei neuen Sachen natürlich häufig die Sachen noch mehr Bugs haben, als wenn die Sachen schon länger auf dem Markt sind. Oder sowas, also es sind halt so viele Faktoren,
die jeder für sich entscheiden muss, guten Tag, tue ich mich halt immer super schwer. Gerne. Am besten funktioniert halt am besten, man versucht halt möglichst viele Fakten zu präsentieren, wenn man so eine Beratung machen möchte, und dann muss derjenige immer selbst entscheiden. Aber ich habe leider auch nicht allzu viele Fakten, zumindest was das Preis nicht angeht, kenne ich mich nicht so gut aus. Oh, das Wachstum ist krass nach oben gegangen, ich weiß gar nicht warum, aber cool, nehme ich. Na gut, so meine Gedanken dazu. Okay, trotzdem danke für die Hilfe. Ach, und ist es normal, dass von 6 Zuschauern nur 2 oder 3 maximal schreiben? Ja, das ist normal. Es schreiben ja nicht alle. Also, es ist auch bei YouTube, wie auch immer, wo auch immer man zuschaut. Es ist immer so, dass nur ein Bruchteil der Leute, also erstmal so, die meisten, also wenn ich das mal mit YouTube vergleiche, auf YouTube schaue. Ich habe immer so das Gefühl, wenn man sich das anschaut, wie sind die Aufrufzahlen, wie sind die Bewertungen, wie sind die Kommentare, da habe ich oft so den Eindruck, die Leute, die das Video bewerten, Daumen hoch, Daumen runter, sind ungefähr 10% von den Leuten, die das Video anschauen. Also 10% der Aufrufe sind Bewertungen. Und die Kommentare sind dann nochmal ein Zehntel davon. So ein Gefühl habe ich oft, dass es sich in dem Bereich aufhält. Gut, Kommentare hängen natürlich davon ab, auch ob man Fragen an die Zuschauer stellt, um die zum animiert da beizutragen zum Video. Aber ja, es ist völlig normal, dass nur ein Bruchteil der Leute, die zuschauen, auch sich tatsächlich beteiligen aktiv. Die meisten schauen einfach nur zu und sagen nichts. Andere lassen bei YouTube zumindest einen Daumen hoch da oder sowas und noch mal weniger schreiben Kommentare oder auf Twitch beteiligen sich am Chat. Und einen schönen guten Abend an Bunder Hund. Moin. So, wir haben jetzt Dezember, das heißt, guck mal, habe ich fast das ganze Quartal durchgequatscht. Oh, krass. Das Wirtschaftswachstum geht jetzt richtig gerade hoch. Krass hoch. Ich weiß aber gar nicht warum, was wir jetzt im Endeffekt gemacht haben, um das so zu fördern. Liegt das an dem Internetausbau, dass wir jetzt das ADSL-Internet ausgebaut haben? Vielleicht liegt es am Internet, weil die vorher nur Mobilfunk hatten und kein richtiges Internet. Vielleicht liegt es daran. Ich weiß es aber nicht. Das ist jetzt nur Spekulation. Krass. Geht das Wirtschaftswachstum richtig hoch. Kaufkraft geht zurück. Naja. Das ist ja interessant. Guten Tag. Gerne. Okay, ich würde sagen, dann gucken wir, wenn das Quartal zu Ende ist, gucken wir als erstes mal die Sachen durch. Oder gucken wir erstmal mein Internet alles durch und stellen fest, was das günstigste ist und bauen das dann mit unserem ganzen Geld aus, was wir erwirtschaftet haben. So könnten wir das machen. So, also wir warten jetzt noch die 10, 11, 12 Tage ab, bis der Dezember zu Ende ist. Und dann schauen wir mal. Und derweil beobachte ich nochmal, ob das Wirtschaftswachstum noch weiter nach oben geht. Es geht noch weiter nach oben. Krass. Es war unten bei 5 irgendwas. 5% war das auf dem tiefsten Stand. Also fast 6%, aber trotzdem 5 stand vorne. Und jetzt auf einmal geht das so krass hoch. Wahnsinn. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es mit dem Internetausbau zusammenhängt, aber ich kann es natürlich nicht garantieren, dass es so ist. Aber wenn ja, dann fühle ich mich auf jeden Fall bestärkt in meinem Vorhaben. Ich hoffe, dass es so ist, aber wie gesagt, keine Ahnung. Man kriegt ja nicht erklärt, okay, das liegt jetzt daran. Das sagt einem in der Realität vielleicht jemand, aber im Spiel sagt einem das keiner. Das muss man sich dann mal selbst herleiten. Ich lege auf jeden Fall die ganzen Nachrichten weg. Warum mache ich das? Ich kann sowieso nur gerade nur warten im Spiel. So, jetzt ist das zu Ende. Das Quartal. So, natürlich neue ungesunde Wohnung, klar. 9,81% Wachstum hatten wir zum Schluss nochmal. Und es geht im neuen Jahr mit 9% los. Krass. Ich hoffe wirklich, das liegt am Internet. Das wäre cool. Okay, dann schauen wir mal. Wie viel kosten die Sachen? Also, das haben wir bei 191. So, das sind 191 bei 5G. Das sind
381, 358, 191. Guck mal, dann machen wir doch mal 5G. Huch. Hä? Kommt mir das nicht... Ach doch. Ich habe mich gerade verschaut. Ich habe eben gedacht, die Geldreserve wäre das, was wir bezahlen. War total irritiert. So, dann machen wir jetzt mal 3% 5G-Internet. Und dann bleibt als letztes dann noch das Glasfaser-Internet, was wir anfangen könnten auszubauen. Mal schauen. Dann haben wir jetzt das erste. Für die ersten 3% der Bevölkerung haben wir dann schon 5G. 5G für unsere Startups. Wir träumen alle von zukünftigen Einhörnern unter unserem Banner, von jenem Internetunternehmen, die die Welt mit neuen innovativen Diensten erobern. So viele Nachrichten gerade. Werden. Herr Präsident, hierzu müssen wir aber einen fruchtbaren Boden schaffen. Das 5G-Netz, glauben Sie mir, ich treffe jeden Tag auf diese beflügelten Startups. Sie werden nicht zögern, ins Ausland zu gehen, falls wir nicht in der Lage sind, ihnen einen modernen Rahmen zu bieten, der dieser Bezeichnung würdig ist. Genau, deswegen fangen wir jetzt schon mal mit den ersten Prozenten dafür an. Oh, jetzt kriegen wir ganz viele Nachrichten. Ich bin etwas überfordert. 24% Überschuss ist schön. 9,3% Wachstum ist schön. Ach so, und dann möchte ich natürlich das immer mit den Nachbarländern vergleichen, mit dem Wachstum, was die haben. Die haben mehr als wir, na toll. Dann denkt man, man wäre gut dabei und dann haben die Nachbarn noch mehr Wachstum. Wow. Was tun sie dafür, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Das würde ich gerne wissen. Tansania hat 10% Wachstum. Ach ja, es grenzt ja an Unfairness. Wo nehmen die das Wachstum her? Gut, wenigstens Ruanda hat weniger Wachstum als wir. Heftig. Moment, lass mich gerade nochmal nachschauen. Jetzt haben wir die hier schon durchgeschickt. Na, ne. Ich bin gerade ein bisschen schwer hier. Geht nochmal hier durch. Ah ne, die meisten haben wir schon weggescheucht. Gut. Das war nur eine Frage der Zeit. So. Dann dürften die jetzt auch wieder verscheucht sein. So, und ich lasse wieder die Zeit laufen. Und das ist eine Demo gegen Drogen. Wir sind unter 100% Beliebtheit gerutscht. Naja gut, ich schaue gerade nochmal in den Chat. Nochmal zu den Erweiterungen. Man hat ja bei einem Basisspiel wie Beispiel die Sims Spiele ja hohe Erwartungen bei den Erweiterungen. So verhält es sich ja auch mit Power & Revolution Jahresversion. Ich sehe da meistens, dass die meisten Nutzer so ziemlich unzufrieden sind mit der Strategie, die Jahreserweiterung als Standalone-Titel zu verkaufen. Viele wünschen sich da so ein Basisspiel, so wie ähnlich es, Moment, so ähnliches Paradox hat, die haben da ein Gerüst und das wird dann über Jahre stetig ausgebaut. Ja, ich muss halt gestehen, ich kenne mich halt auch mit der Erweiterungspolitik beim Politik-Simulator auch gar nicht so gut aus, weil wir kriegen immer eine Standalone-Version zur Verfügung gestellt, jedes Jahr aufs Neue. Ich glaube, es wäre aber so, dass es auch eine Update-Version gibt, die man sich kaufen kann. Also es gibt quasi beides. Man kann sich das Grundspiel kaufen, neu kaufen. Man kann sich aber auch, wenn man schon eine ältere Version des Spiels hat, glaube ich, auch eine erweiterte Version des Spiels dazu kaufen. Wenn man das Grundspiel halt schon hat. Ich meine, es wäre auch so möglich. Aber wie gesagt, das ist halt sowas, da habe ich mich jetzt selbst nicht mit auseinandergesetzt, weil ich es halt leider, oder was glücklicherweise, nicht musste. Deswegen kann ich ja jetzt auch schlecht beraten, was das betrifft, leider. Du kannst ja die Steuern für die Bevölkerung erhöhen, sonst wäre deine Beliebtheit eine echte Verschwendung. Sehe ich anders? Denn wenn wir die... Dann sinkt ja die Beliebtheit, dann müssen wir wieder was anderes tun, um die Beliebtheit zu erhöhen. Ich sehe das gerade nicht als Verschwendung an, weil wir sind jetzt gerade unter 100% gerutscht. Und wenn wir das bleiben, dann ist auf jeden Fall schon mal nichts verschwendet. Das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Ich habe halt das Gefühl, die Beliebtheit geht mit der Zeit eher runter als hoch.
Zumindest war es der Fall, als unsere Beliebtheit niedrig war. Dann ist sie halt, als sie niedrig war, ist sie tendenziell noch weiter runtergegangen. Vielleicht ist es jetzt anders, aber im Moment sind wir unter 100 gerutscht. Deswegen, ja, naja. Schon gut, ich will dich jetzt nicht verurteilen oder so, deswegen. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das jemand möchte. Ist halt manchmal so ein bisschen, fast ein bisschen unangenehm, dass ich hier das, ne, dass wir hier auf unserem Kanal quasi der Ort ist, wo sich die Leute auf YouTube versammeln, um sich das Spiel anzugucken. Und ich selbst kenne mich halt dann mit der, Tobi und Malte werden sich da vielleicht besser mit auskennen als ich, aber ich kenne mich mit der Preispolitik und so ein Kram von Eversim gar nicht so gut aus. Deswegen kann ich da leider nicht viel zu sagen. Es ist ein bisschen schade. Also es ist mir jetzt nicht unangenehm, dass wir das gestellt bekommen oder sowas, aber es ist halt schade, dass ich deswegen jetzt nicht so viel Ahnung habe. Ich könnte mich natürlich damit auseinandersetzen, das ist vielleicht ein Punkt, um dann bessere Beratung zu tun. Aber die andere Frage ist, soll ich? Ist das meine Aufgabe? Oh, 10% Wachstum. Oder sollte ich lieber, krass. Oder sollte ich lieber dafür sorgen, oder sollte ich lieber halt in den Videos darüber quatschen, was wir im Video machen? Nee, also keine Ahnung. Weiß jetzt auch nicht. Es ist, auf jeden Fall kann ich halt nicht so viel dazu sagen. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. So, aber krass, dass das Wirtschaftswachstum jetzt so hoch geht. Das finde ich cool. 11%, es geht immer weiter. Und wie weit es noch geht, sich das noch entwickelt, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich würde auf jeden Fall sagen, Dankeschön fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer dabei sein möchte, auf Twitch, mittwochs 20 Uhr, ist der Streamtermin, der Aufnahmestreamtermin für gewöhnlich. Link in der Videobeschreibung. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Wir schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.